Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade an einem meiner absoluten Lieblingsorte, nämlich im Waldpark am Stadtrand von Mannheim in Baden-Württemberg. Und bei uns ist Ende März und die Bärlauchsaison ist im vollen Gange. Ich bin Katja Bosis, ich bin Phytopraktikerin oder wie man im Volksmund vielleicht auch sagt, Kräuterfrau. In diesem Video erfährst du, wo du den Bärlauch finden kannst, wie du ihn sicher bestimmen kannst, denn es gibt mehrere giftige Verwechslungsmöglichkeiten. Du erfährst, warum der Bärlauch so ein super Power-Paket ist, was Gesundheit und Heilwirkung angeht. Ich gebe dir ein paar gute Erntetipps, Konservierungstipps, geht natürlich auch um die Verwendung in der Küche und ich verrate dir auch zwei meiner Lieblingsrezepte zum Bärlauch. Wo findest du denn den Bärlauch? Der wächst am allerliebsten im Schatten oder Halbschatten unter Laubbäumen. Er mag es auch lieber ein bisschen feuchter. Und das Gute am Bärlauch ist aber, dass er, wenn er wächst, meistens flächendeckend wächst, sodass du ihn sehr gut sehen und auch sehr gut riechen kannst, vor allem, denn die ätherischen Öle vom Bärlauch, die sind schon mit gewisser Entfernung wahrzunehmen und duften im ganzen Wald. Der Bärlauch gehört zur Familie der Lauchgewächse und ist verwandt mit dem Knoblauch und der Küchenzwiebel. Darauf gehe ich auch später noch ein bisschen ein, denn die Heilwirkungen sind auch sehr ähnlich. Die Blätter vom Bärlauch werden ca. 25 cm lang. Es wachsen mehrere Blätter aus einer Zwiebel heraus. Die Blüten sind weiß und sternförmig und sind in Scheindollen angeordnet. Der Bärlauch blüht ca. von Mai bis Juni, je nach Region. Und hier kommt auch schon mein erster Erntetipp. Wenn du die Bärlauchsaison verlängern möchtest, dann kannst du am Anfang der Saison besonders an den ganz sonnigen Standorten im Wald schauen, denn da wächst er selbstverständlich zuerst. Und am Ende der Bärlauchsaison, wenn schon die Blüten am Blühen sind, kannst du in den schattigen Mulden und Senken im Wald gucken, denn da ist der Bärlauch ja so 1-2 Wochen hinterher und dort wirst du noch richtig frische, knackige Bärlauchblätter finden. Jetzt kommen wir zu den Verwechslungsgefahren. Die zwei giftigsten Verwechslungsgefahren sind die Herbstzeitlose und das Maiglöckchen. Beide können zur gleichen Zeit wie der Bärlauch und vor allem auch unter dem Bärlauch wachsen. Und man muss ganz schön aufpassen, dass man das wirklich zwischen den vielen, vielen Blättern, der Bärlauch wächst ja auch sehr dicht, dass man da nicht aus Versehen daneben greift und eins von diesen Blättern erwischt. Die Herbstzeitlose und das Maiglöckchen blühen beide später, als die Bärlauch-Erntezeit ist. Und an den Blüten könnte man die natürlich sehr einfach unterscheiden. Aber wie gesagt, wenn du den Bärlauch erntest, sind die Blüten noch nicht da und nur die Blätter. Und genau da liegen ja auch die Verwechslungsgefahren, denn die sehen sehr ähnlich aus. Bei Maiglöckchen und bei der Herbstzeitlose kann man die aber sehr gut unterscheiden, denn die haben eine Basis und aus dieser einzigen Basis drehen sich die Blätter heraus. Und beim Bärlauch ist es so, dass jedes einzelne Blatt einen langen Stiel hat. Das Maiglöckchen habe ich hier im Waldpark in Mannheim noch nicht gesehen, was aber natürlich nicht heißt, dass es trotzdem irgendwo hier wächst. Und ich habe auf jeden Fall aber die Herbstzeitlose gesehen auf der Reisinsel schon. Also da weiß ich, dass die hier in der Gegend auch wächst. Die sind sehr, sehr giftig. Die können bei gar nicht mal so großen Mengen schon tödlich wirken. Also da ist ganz große Vorsicht angesagt. Und hier kommt auch schon mein nächster Erntetipp. Wenn du zu Hause bist, dann schau dir nochmal deine Ernte an. Und zwar jedes einzelne Blatt. So mache ich das auch jedes Mal. Und da kann ich eben auch sicher sein, dass ich nicht zufällig irgendeine andere Pflanze, irgendein Blatt von einer anderen Pflanze, im Zweifelsfall eben von einer giftigen, in meine Ernte gemischt hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den man sich, egal bei welchen Wildkräutern, aneignen sollte. So, jetzt haben wir also schon identifiziert, dass das Bärlauchblatt einen Stiel hat. Und die anderen zwei schon genannten, Maiglöckchen und Herbstzeitlose, nicht. Also können wir die zwei schon mal ausschließen. Jetzt hast du also ein Blatt mit Stiel in der Hand. Jetzt gibt es aber noch die Verwechslungsmöglichkeit vom Aronstab. Den kann man, wenn der größer ist, sehr gut vom Bärlauch unterscheiden, weil der pfeilförmige Blätter hat. Aber gerade im jungen Wachstumsstadium können die kleinen Blätter vom Aronstab tatsächlich dem Bärlauch sehr ähnlich sehen. Und die allersicherste Methode, die beiden zu unterscheiden, ist, dass du dir die Rückseite von den Blättern anschaust. Und der Bärlauch, der hat senkrecht und gerade verlaufende, ja, ich sag mal, das sieht ein bisschen aus wie Rillen, also die Blattadern. Und der Aronstab, bei dem sieht es so aus, als hätte der hinten so ein Netz drauf, so eine Netzstruktur. Und da kann man die wirklich sehr gut unterscheiden, weil, was ja auch oft gesagt wird als Unterscheidungsmöglichkeit, dass man das Blatt reiben soll vom Bärlauch und daran riechen soll. Das funktioniert halt nur beim ersten Blatt, ne? Weil dann sind die ätherischen Öle auf deinen Fingern und wenn du dann an einem Maiglöckchen reibst oder an einem Aronstab, dann riechen trotzdem deine Finger nach Bärlauch. Also das ist gar kein Kriterium zur Identifizierung von Bärlauch. Und beim Aronstab wäre es aber nicht ganz so schlimm, wenn du den erwischen würdest, denn der ist nicht tödlich, sondern
Naja, also der macht Wunden im Mund, der ist ätzend. Das heißt, da hättest du vielleicht so 2 Stunden lang oder so keinen Spaß. Denn es tut wohl einfach auch ziemlich weh. Das sollte man also auf jeden Fall vermeiden. Aber wie gesagt, das wäre jetzt zwar eine sehr unangenehme, aber keine tragische Entwicklung, wenn der Ahornstab mit reingeraten würde. Der Ahornstab, der wächst tatsächlich hier im Waldpark sehr viel. Wobei ich den im Wald, also da direkt unter den Bäumen, relativ wenig gesehen habe. Der wächst bei uns zumindest sehr viel auf der Wiese und an Wegrändern. Und da wächst der Bärlauch aber eben auch schon. Und deswegen muss man da also besonders achtsam sein. Ja, jetzt habe ich schon öfter gehört, dass bestimmte Pflanzenteile vom Bärlauch gar nicht essbar sein sollen. Und das ist so nicht richtig, denn der Bärlauch ist in allen Teilen essbar. Es ist nur so, dass wenn die Blüten anfangen, sich zu entwickeln, dass dann einfach die Blätter nicht mehr lecker sind, weil die Pflanze die ganzen wichtigen Stoffe und die ganze Kraft in die Blüten natürlich senkt. Denn das ist unter anderem eine Variante, wie sich der Bärlauch vermehrt über die Versamung. Und ja, wie gesagt, da sind die Blätter einfach nicht mehr lecker. Du kannst aber die Blütenknospen wie auch die Blüten essen. Die Blüten sind ein bisschen milder im Geschmack, aber trotzdem sehr lecker, finde ich. Und die machen auch so ein bisschen was her dekorativ. Also die kann man dann gerne mal über einen Salat streuen oder so. Du kannst dann sogar im Herbst, wenn die Pflanze anfängt, sich zurückzuziehen, auch die Knollen ernten. Die sind genauso essbar und die kann man so ein bisschen wie Knoblauch verarbeiten. Generell beim Ernten ist aber immer wichtig, dass du nur Pflanzen und Pflanzenteile erntest, wenn die Pflanze sehr viel zur Verfügung steht. Das heißt, wir entnehmen der Natur wirklich nur minimale Bestandteile von dem eigentlichen Bestand, damit auf jeden Fall der Bestand der Pflanzen gesichert ist. Beim Bärlauch ist es ja in vielen Fällen so, dass der wirklich flächendeckend wächst. Und da ist natürlich die Gefahr sehr klein, dass man da jetzt einen riesen Schaden anrichtet. Aber auch hier ist es wichtig, dass man nicht von jeder Pflanze alle Blätter nimmt oder alle Blüten, sondern immer hier und da einzelne Blätter von den Pflanzen pflückt und auch so die einzelnen Pflanzen erhält. Und es gibt aber wohl auch Bereiche, vor allem eher so im Norden, wo der Bärlauch schon fast ausgestorben ist. Und wenn du da wirklich mal einzelne Bärlauchpflanzen findest, dann lass die bitte stehen. Das kann ich echt nicht oft genug sagen. Seid sehr, sehr achtsam mit der Natur. Entnehmt nur das, was wirklich gut verträglich ist für die Natur. Und dann ist es auf jeden Fall beidseitig, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Ja, wenn wir schon beim Ernten sind, können wir da gerade weitermachen. Wichtig beim Ernten ist, dass du nur saubere, unangeknapperte, gesund aussehende Blätter sammelst. Wenn ich die Pflanzenteile gepflückt habe, lege ich die luftig in eine Dose, mache einen Deckel drauf und so transportiere ich die dann nach Hause. Denn bei den Pflanzen und auch beim Bärlauch ist das so, sobald irgendwo ein Riss oder ein Knick in der Pflanze ist, an dieser Stelle setzen enzymische Prozesse ein und bauen die Wirkstoffe ab. Und das ist natürlich gerade bei Heilpflanzen enorm wichtig, dass das nicht passiert. Und hier würde ich auch den Unterschied machen, oder also ich persönlich mache das so, wenn ich den Bärlauch essen möchte, dann nehme ich den mir in der Dose mit und stelle den auch durchaus mal für 2, 3, 4 Tage in den Kühlschrank. Ich entnehme dann immer so viel, wie ich brauche und spüle das dann mit warmem Wasser ab und verarbeite es dann direkt weiter. Wenn ich jetzt aber das als Heilpflanze nutzen wollen würde, dann würde ich den direkt weiterverarbeiten. Also generell gilt es für Heilpflanzen, wenn man die sammelt, möglichst schnell, möglichst zügig weiterverarbeiten, je nachdem, was man machen möchte. Ob man eine Tinktur machen möchte oder ob man es trocknen möchte und so weiter. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass da möglichst viele Inhaltsstoffe und Wirkstoffe in den Pflanzenteilen erhalten bleiben. Und wenn du vielleicht hier aus der Mannheimer Gegend kommst und ein bisschen mehr über Heil- und Wildkräuter erfahren möchtest, kannst du gerne auch in meinen Telegram-Kanal kommen. Dort teile ich hier und da Infos. Ist einfach auch eine Austauschmöglichkeit. Man kann mir Fragen stellen. Und ich teile auch Kräuterwanderungen, Workshops und so weiter, die ich rund um das Thema Wild- und Heilpflanzen anbiete. So hättest du die Gelegenheit, auch mal in Präsenz dabei zu sein und dein Wissen zu erweitern. Dann ist natürlich auch immer ein Thema beim Bärlauch oder generell bei Pflanzen, die sehr bodennah wachsen, der kleine Fuchsbandwurm. Da möchte ich auch gerade noch einige wenige Worte verlieren, aber natürlich bist du selbstverantwortlich und kannst dich und solltest dich da auch selber informieren, wenn das für dich ein Thema ist. Ich habe auch einen Link vom Gesundheitsamt von Baden-Württemberg, den werde ich euch in der Videobeschreibung hinterlassen und da kannst du nochmal in Ruhe nachlesen. Der kleine Fuchsbandwurm ist ein Erreger, der über die Eier übertragen wird. Es ist noch nicht so ganz klar, wie der genau in den menschlichen Körper gelangt. Wie gesagt, da könnt ihr euch selber mal ein bisschen einlesen, wenn euch das interessiert. Es ist aber so, dass das nicht nur auf Wald- oder Wildpflanzen zutrifft, sondern genauso auf sämtliche bodennah wachsende Pflanzen, die im Freiland angebaut werden. Also Erdbeeren, Gurken, Salate und so weiter betrifft das dann auch. Und deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, oder jeder muss für sich halt abwägen, ob einem das Risiko das wert ist. Also jährlich
werden 6 bis 39 neue Erkrankungen pro Jahr in Deutschland gemeldet. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel, zumindest würde ich das so einschätzen. Ja, aber es ist natürlich auch so, wenn man die Krankheit bekommt, die der kleine Fuchsbandwurm auslöst, ja, ist das in vielen Fällen eine sehr schwere Erkrankung und die kann sogar tödlich enden. Deswegen, wie gesagt, muss sich einfach jeder eigenverantwortlich überlegen, ob er das Risiko eingehen möchte oder nicht. Meine persönliche Abwägung ist so, dass Wildpflanzen und Heilpflanzen so einen großen Mehrwert für mich haben und auch für die Natur. Lieferketten finden nicht statt. Ich weiß, dass das sozialverträglich ist, logischerweise, weil man weiß ja immer nie, wo Lebensmittel angebaut werden und wie sozialverträglich. Und es hat einen viel höheren Nährstoffgehalt als angebautes Kulturgemüse und so weiter. Also es hat für mich so viele Vorteile und auch für mich selber natürlich. Ich bin dadurch, dass ich draußen bin, in der Natur und mich so ganz bewusst und achtsam mit der Natur beschäftige, auch viel stärker mit ihr verbunden und damit auch viel stärker mit mir selbst verbunden. Und das hat einfach nur so viele, mega viele Vorteile aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, dass ich das Risiko eingehe. Ja, als nächstes kommen wir zu den Inhaltsstoffen vom Bärlauch. Der hat natürlich einen Haufen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe, die alle wertvoll und gesund sind. Besonders hervorheben kann man das Vitamin C. Also der Bärlauch hat einen extrem hohen Vitamin C-Anteil. Der ist sogar dreimal höher als in Orangen. Auch der Eisenanteil ist nicht zu verachten. Und das Spannende ist hier, dass das Vitamin C die Aufnahme vom Eisen ganz stark begünstigt. Das ist so ein sogenannter Synergieeffekt, den man eben in ganzen Pflanzen oder generell in der Phytotherapie oft findet. Ein wichtiger Bestandteil vom Bärlauch ist das Allicin. Das kommt genauso in Knoblauch und in der Zwiebel vor und hat deswegen auch ähnliche Heilwirkungen, wie ich das am Anfang schon erwähnt habe, wie der Bärlauch. Das Allicin ist vor allem erstmal ein Phytobiotikum. Das bedeutet, dass es antibakteriell und antimykotisch ist, also gegen Pilze und Bakterien wirkt und deswegen auch sehr gerne bei zum Beispiel allen möglichen Entzündungen wie einer Bronchitis oder auch einer Blasenentzündung angewendet werden kann. Es senkt außerdem die Blutfettwerte, das Cholesterin und den Blutdruck auch leicht. Es hemmt auch die Ablagerung in Blutgefäßen, was viele andere Gefäßkrankheiten und Herz-Kreislauf-Krankheiten begünstigen würde. Der einzige Nachteil vom Allicin ist allerdings der Abbau, denn dabei entstehen Schwefelverbindungen, die der Körper über die Haut und über den Atem ausscheidet und so duftet oder riecht man halt eben wie beim Knoblauch auch, was vielleicht eher ein bisschen suboptimal ist. Noch ein besonderer Bestandteil des Bärlauchs ist das Chlorophyll. Das ist der grüne Farbstoff, der in allen grünen Pflanzen ist. Und im Bärlauch ist der besonders hoch. Und Chlorophyll wirkt sich sehr vorteilhaft auf die Gesundheit aus. Nämlich hilft es dabei, Blut zu bilden. Die Sauerstoffversorgung wird besser. Und er trägt auch dazu bei, den Körper von schädlichen Stoffen zu entgiften, zum Beispiel von Schwermetallen. Beim Bärlauch gibt es auch Studien, die darauf hinweisen, dass er antikarzinom wirkt, also gegen bestimmte Krebsarten. Wenn man Heilpflanzen einsetzen möchte, dann ist es immer sinnvoll, sich nicht nur mit den Wirkungen, sondern auch mit den Nebenwirkungen, mit den möglichen Gegenanzeigen und vielleicht auch den möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu informieren. Da kann ich dich nur ermuntern, nach Monographien zu schauen. Es gibt natürlich viele Heilpflanzenbücher, die da Informationen geben, aber natürlich findet man auch im Internet verschiedene Informationen, die natürlich nicht immer richtig sind, aber grundsätzlich finde ich, dass man da schon viel gute Informationen finden kann. Vor allem auch bei den Kommissionen, die eben Monographien zu bestimmten Studien und so weiter für bestimmte Pflanzen erstellt haben. Das ist eine ganz gute Quelle. Außerdem solltest du, wenn du Vorerkrankungen hast oder dir unsicher bist, auch immer mit einer Fachperson, sprich mit einem Heilpraktiker oder Heilpraktikerin, mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen. Der Bärlauch hat Nebenwirkungen eher, wenn man deutlich zu viel von ihm isst. Und da könnten zum Beispiel Schwindel, Übelkeit und Magen-Darm-Probleme auftauchen. Also jetzt nichts total Tragisches, aber vielleicht sollte man das wissen. Dann hat der Bärlauch auch eine blutungs- und gerinnungsverlängernde Wirkung. Und deshalb kann er in Wechselwirkung treten mit gerinnungshemmenden Mitteln oder auch mit blutungssenkenden Mitteln. In beiden Fällen kann der Bärlauch die Wirkung verstärken. Außerdem kann der Bärlauch die Wirkung von HIV-Medikamenten verringern. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Information, finde ich. So, jetzt kommen wir zu den Zubereitungsformen. Da ist natürlich total viel möglich. Also Pesto-Suppen, Salate, zu Pasta. Man kann Kekse draus backen. Also da geht wirklich sehr, sehr viel. Da möchte ich auch gar nicht so viel drauf eingehen, weil da findet ihr 1 Million und viel, viel mehr Rezepte im Netz und findet da bestimmt auch eure Inspiration.
Ich möchte euch aber mein Lieblingsrezept nicht vorenthalten. Das ist genauso lecker wie auch einfach zu machen. Ich bestreiche einfach ein Brot mit Quark, lege da frische Bärlauchblätter drauf. Oben drauf kommt frisches Gemüse, zum Beispiel Gurken und Tomaten. Ich mache auch gerne noch Oliven drauf. Und ganz on top kommt bei mir noch, das ist so ein kleiner Geheimtipp, die Winterpostelein. Die habe ich bei mir an der Südwand am Haus in einem Hochbeet wachsen. Die kann man im Herbst aussäen. Und dann wachsen die im Herbst schon, man kann die im Herbst und im Frühwinter schon beernten. Und dann fangen die auch ganz, ganz früh im Frühjahr wieder an zu wachsen. Und man kann die, also jetzt sind die immer noch gut da, man kann die, ich würde sagen, bis den April, vielleicht sogar Mai hinein noch beernten, bis die Blüte anfängt. Auch da ist es wie beim Bärlauch so, dass die Blätter dann nicht mehr so lecker sind. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, ganz mild schmeckendes Gemüse. Das ist so mein Lieblingsgrünzeug. Dann kannst du Bärlauch natürlich auch konservieren und da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst es einfach klein hacken und einfrieren. Du kannst auch, wenn du es einfrierst, klein gehackt, in Eiswürfelportionierer tun und entweder mit Wasser oder mit Öl aufgießen. Und wenn die Eiswürfel dann fertig sind, kannst du sie dir so in Gläser oder in Gefriertüten reinfüllen und so aufbewahren. Wenn du den Bärlauch trocknen möchtest, kannst du das natürlich machen. Ich würde die ganzen Blätter trocknen, damit eben der Geschmack nicht so stark verloren geht und erst kurz vor der Zubereitung die ein bisschen klein machen. Mein besonderer Tipp für die Konservierung, wo wirklich ein Großteil der Wirkstoffe und des Geschmacks erhalten bleibt, den möchte ich euch jetzt verraten. Und zwar nimmst du den frischen Bärlauch und verhäckselst den zusammen mit Salz. Und zwar ist das Verhältnis Salz ein Teil, Bärlauch ein bis zwei Teile. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel 50 Gramm Salz nimmst, kannst du 50 bis 100 Gramm frischen Bärlauch nehmen. Dann häckselst du das zusammen und das ergibt dann einen Brei. Und diesen Brei streichst du dir in einem Dörrautomat aus und lässt das Ganze trocknen. Und kannst es dann, wenn es richtig durchgetrocknet ist, wenn es nötig ist, nochmal häckseln und hast dann ein Bärlauchsalz, bei dem der Geschmack und die ganzen Wirkstoffe, die drin sind, ein Großteil davon zumindest erhalten bleibt durch das Salz. Und das ist wirklich mein großer, großer Tipp, denn das ist so lecker und so kannst du dir über das ganze Jahr die tollen Eigenschaften und den ganz tollen Geschmack vom Bärlauch erhalten. Und selbstverständlich kann man den Bärlauch übrigens auch anbauen. Bei mir wächst er im Garten unter Bäumen. Also ich habe Glück, dass ich sehr viele Bäume und damit natürlich die optimale Umgebung für den Bärlauch habe. Aber ich denke, der wächst auch in vielen anderen Gärten problemlos. Flugzeug. Die Ruhe im Wald. Ja, wir haben ja auch einen Flughafen in der Nähe. Das geht einerseits über Saatgut. Das kann man ganz normal im Internet bestellen. Das ist gar kein Problem. Oder du kannst dir im Herbst die Knollen vom Bärlauch ausgraben. Da solltest du natürlich wie immer darauf achten, dass genug Bärlauch vorhanden ist und das der Natur nicht schadet, das ist ja klar. Und es reichen auch nur ein paar wenige. Das heißt, wenn du den über ein, zwei Saisons, was ist denn die Mehrzahl von Saison? Also über ein, zwei Jahre blühen lässt und dann auch versamen lässt, dann wird sich das sehr schnell vermehren. So, jetzt sind wir schon am Ende des Videos angelangt und ich hoffe, die Infos, die ich geteilt habe, sind hilfreich für dich. Wenn du möchtest und meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du wie immer liken und abonnieren. Ihr kennt ja das Spielchen. Und auch in der Videobeschreibung findest du noch ein paar andere Möglichkeiten, wie du den Kanal unterstützen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude beim Sammeln und Verarbeiten und Genießen des Bärlauchs. Alles, alles Liebe. Vielen Dank.